Sie ist bisher die größte Olympia-Überraschung aus deutscher Sicht. Carina Vogt hat mit ihrem sensationellen Goldtriumph im Skispringen für Aufsehen gesorgt. Die 22 Jahre alte Schwäbin konnte bisher noch keinen Weltcupsieg einfahren, aber das erste olympische Frauenskispringen überhaupt, das entschied sie für sich. Ganz begriffen habe ich das noch nicht, was da gestern passiert ist, dass ich so fokussiert geblieben bin und mich da nicht groß habe ablenken lassen. Und dass mir dann zwei solche Sprünge gelungen sind und ja, Wahnsinn, es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich dann unten nach, für mich hat es sich angefühlt wie Stunden, die Eins gesehen habe. An Schlaf war für Vogt in der Nacht nach dem großen Triumph kaum zu denken. Das lag aber nach eigener Auskunft weniger an ausgiebigen Feierlichkeiten, sondern vielmehr daran, dass sie erst einmal Adrenalin abbauen musste. Vogts historischer Erfolg soll nun helfen, ihrer Sportart weitere Anerkennung zu verschaffen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Biathlon. Der Frauenbiathlon ist 1992 in Albertville olympisch geworden. Und wenn man heute die Übertragungen sieht im Fernsehen, was das für ein toller Sport ist, ich denke, eine ähnliche Entwicklung kann das Damenskispringen nehmen und der gestrige Erfolg war sicherlich dazu ein Meilenstein. Aus der Sportwelt wurde Carina Vogt bereits mit Glückwünschen überschüttet. Unter anderem ihr großes Vorbild Sven Hannawald gratulierte per Twitter. Auch deshalb wird die deutsche Olympiasiegerin im Skispringen wohl noch ein paar Tage brauchen, um zu begreifen, was sie geschafft hat.